Dominik Kiczyski von CapTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Spitzenwebinar heute, natürlich mit Martin Görsch, der uns die besten Trade-Setups der Woche präsentiert. Auch wenn er jetzt am Eingang des Gesprächs, wir haben ein bisschen vorher gequatscht, nicht so positiv ist, aber er findet bestimmt ein paar Setups. Ja, hervorragend. Dann vielen Dank, Dominik. Dann von meiner Seite auch nochmal ganz herzlich willkommen hier heute zu unserem nächsten Part unseres Webinar, unserer Webinar-Serie, muss ich ja sagen, die besten Trading-Setups der Woche. Ich bin heute so ein bisschen hier von unten zu sehen. Ich warte noch auf den Halter für meine Cam. Das ist bei mir alles immer mit den vielen großen Monitoren, die hier stehen, ein bisschen schwierig und irgendwie kriege ich ja hier keine Verbindung zu meiner Hauptcam. Deswegen sind wir hier heute ein bisschen von oben. Das ist aber nicht schlimm. Ich lasse auch gerne mal von oben auf mich herabschauen. Ja, ich würde sagen, ich mache eine kleine Einleitung. Wir düsen direkt los danach ins Thema. Und bevor ich dann auf die Charts gehe, werde ich dann auch meine Cam ausschalten, dass wir hier ein etwas größeres Bild haben. Aber vorher müssen wir natürlich hier wie immer noch mal kurz auf die Risiken des Tradings hinweisen. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Das ist bitte immer zu beachten. Und das, was ich hier heute zeige, dient rein den Lehr- und Lernzwecken, ist keine Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder Halten-Empfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Ansonsten ist es natürlich so, ich zeige euch heute hier das, was für mich auch interessant ist, durchaus also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier Werte dabei sind, in denen ich schon Positionen halte. Wir haben ja auch schon so ein paar Positionen hier gemeinsam aufgebaut und die laufen durch die Bank alle noch. Da gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein. Aber es ist natürlich wichtig, ja, dass ich hier höchstwahrscheinlich von den Dingen, die ich heute betrachte, schon vorgefertigte Meinungen habe und auch in der einen oder anderen Richtung davon profitieren kann, wenn jemand diese Trades hier umsetzt. Und vielleicht bin ich dann auch nicht immer ganz objektiv, das sei hier noch am Rande erwähnt. Besonders wichtig, solltet ihr irgendwelche Trades umsetzen wollen, ja, dann macht das bitte nur, wenn ihr auch selber von den Setups überzeugt seid, wenn diese Trades zu eurem Risikomanagement passen und auch eurem Handelsstil entsprechen. Ansonsten lasst das besser bleiben. Ich liege oft genug falsch mit den Sachen, die ich hier mache. Gut, schauen wir mal ein bisschen, was im Moment so aktuell ist. Wir haben Earnings-Hochsaison. Wir hatten ja letzte Woche die ganzen großen, wichtigen Earnings von Amazon, Apple, Alphabet ist hier noch gekommen. Also wirklich große, schwere Jungs, die durch die Bank eigentlich alle enttäuscht haben. Die sind überwiegend dann am Donnerstag nachbörslich gekommen. Das heißt, die haben am Freitag schon mal auf dem Markt gewogen. Dann kamen am Freitag noch extrem gute Arbeitsmarktdaten mit dazu. Viel, viel besser als erwartet. 185.000 neue Stellen waren erwartet. 517.000 sind es geworden. Dadurch dann auch direkt die Arbeitslosenquote nochmal runter von 3,5 auf 3,4%. Und umgekehrt haben wir offene Stellen, die viel höher gemeldet worden sind in der letzten Woche als erwartet, nämlich anstelle von 10,2 Millionen, die erwartet waren, haben wir 11 Millionen offene Stellen bekommen. Und das bedeutet am Ende nichts anderes, als dass wir momentan ungefähr 1,9 offene Stellen auf jeden Arbeitslosen haben. Und ich glaube, das wirft ein ganz klares Bild auf den Arbeitsmarkt. Und das ist zeigt uns dann auch ganz eindeutig, dass nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt demnächst mal entspannt, weil wir haben einfach viel mehr offene Stellen als Leute, die Arbeit suchen in Amerika. Ja, und damit ist das Ding eigentlich soweit durch. Und das ist das große Problem, mit dem wir im Moment zu kämpfen haben. Deswegen kommen die Märkte seit Freitag am Nachmittag kräftig zurück. Denn das, was auf den ersten Blick ja mal positiv sein sollte, wo man sagt, hey, ist doch super, wenn wir Vollbeschäftigung haben und alle haben einen Job und jeder, der einen haben möchte, kriegt auch einen, so ungefähr, dann sollte das doch sehr positiv sein für den Verbraucher und der Verbraucher ist doch sehr wichtig für Amerika. Das sollte doch mehr oder weniger zu Jubelstürmen am Aktienmarkt führen. Genau das Gegenteil passiert gerade und der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Die Fed crasht hier die Party. Ja, durch diesen extrem robusten Arbeitsmarkt, den wir eben immer noch haben. Powell ist im Wording auch schon so ein bisschen, ja, mehr Richtung Arbeitsmarkt gegangen in der letzten Zeit, hat gesagt, es scheint relativ klar, dass die Inflation
nicht nachhaltig in den Griff zu kriegen ist, ohne dass man mal am Arbeitsmarkt ein bisschen gegensteuert. Und bisher läuft alles, was die Fed macht, im Bereich Arbeitsmarkt ins Leere. Ja, und das bedeutet jetzt für die Anleger, hier wird wieder eingepreist, dass die Zinsen ja nun doch wieder höher kommen sollten als ursprünglich erwartet. Vielleicht jetzt wirklich in dem Bereich, den die Fed ja schon lange angekündigt hat, nämlich über 5%, deutlich über 5%. Und dann auch für eine sehr, sehr lange Zeit restriktiv bleibend. Und das nimmt jetzt so ein bisschen die Fantasie aus dem Markt, dass es vielleicht im dritten Quartal diesen Jahres schon eine Zinssenkung geben könnte. Und das sind natürlich alles Dinge, die jetzt hier schlicht und ergreifend eingepreist werden. Und die werden eben eingepreist in fallenden Notierungen. Viel anders läuft das halt nicht. Das heißt, wir haben hier erneute Zinsängste, die momentan eingepreist werden. Und dementsprechend ist der Markt relativ schwach. Wenn wir jetzt hier mal noch ein bisschen schauen, was für diese Woche ansteht, das sind jetzt nicht die ganz großen Market Mover, aber wir haben natürlich Märkte mit bei oder Aktien mit bei, die insgesamt an sehr interessanten Leveln stehen, für die es auch sehr wichtig sein wird, wie die Earnings kommen. Heute hatten wir hier schon onsemi vorbörslich, da können wir auch mal gleich auf den Chart schauen. Die haben direkt nach den Zahlen erstmal ein neues All-Time-High generiert. Ja, dann haben wir heute nachbörslich hier noch ein paar und im Laufe der Woche kriegen wir dann hier BP, Royal Caribbean, Enphase Energy, Chipotle Mexican Grill, CVS Health, Uber, Walt Disney, ja, PepsiCo, PayPal, Cloudflare, AbbVie, na, um einfach nur mal ein paar zu nennen. Das sind also alles jetzt, sage ich mal, Earnings, die nicht unbedingt die riesen Market Mover sind, die also den S&P jetzt nicht zwingenderweise nach oben oder unten bewegen können, anders als die Earnings am Donnerstag nachbörslich. Aber die könnten uns für einzelne Aktien hier in sehr interessante Ausgangssituationen bringen. Von daher macht es durchaus Sinn, im Moment immer mal wieder einen Blick auf die Earnings zu werfen. Und gerade wenn wir dann sehen, dass Unternehmen, die in der letzten Zeit stark gelaufen sind, auch noch starke Earnings bringen, gute Guidance bringen und dann neue Ausbrüche nach oben zeigen, dann sind das häufig Gelegenheiten, die sich für kurzfristige Trades auch einfach gut anbieten. Deswegen Earnings Season ist bei mir immer ein sehr wichtiger Bereich fürs Traden. Dann habe ich jetzt hier noch was anderes. So, was haben wir jetzt hier drauf? Also, das, was ich jetzt hier drauf habe, ist eine kleine Grafik mit einer angeschlossenen Tabelle, wo wir sehen, wie sich der S&P 500 verhalten hat seit 1950, wenn es zu einem sogenannten Golden Cross gekommen ist. Das heißt, wenn der 50-Tage gleitende Durchschnitt den 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschnitten hat, also von unten nach oben gekreuzt hat. Und das hole ich jetzt hier auch mal kurz rein. Das schauen wir uns direkt mal an, die aktuelle Situation am Markt. Das ist nämlich diese hier. Ja, da habe ich hier jetzt den S&P 500 Future und da sehen wir, der hat vor ein paar Tagen, hat der 50er, das ist die blaue Linie, diese graue Linie hier von unten nach oben geschnitten. Also 50er kreuzt 200er von unten nach oben. Das ist am Kassamarkt, glaube ich, einen Tag später passiert, ja, hier oder zwei Tage später. Wenn wir hier mal drauf schauen, das ist der SPY, also der große S&P 500 ETF. Bei dem ist es ein paar Tage später gewesen, spielt am Ende aber überhaupt keine Rolle. Wir haben effektiv jetzt im S&P 500 das Golden Cross gesehen. Das heißt, der 50er hat den 200er geschnitten. Und hier sehen wir einfach mal, wie sich denn seit 1950 der Markt verhalten hat, wenn es zu diesem Schnitt im Golden Cross gekommen ist. Da will ich mal kurz zeigen, das sind diese Situationen hier, ja, wo wir dieses grüne Quadrat hier drin haben. Das sind im langfristigen Chartverlauf, der hier drin ist, sind das die ganzen Male, wo wir eben diese Situation erlebt haben. Das waren jetzt hier insgesamt 16 Situationen seit 1950. Und ich glaube, man sieht es schon ganz gut, wenn man die hier einfach nur optisch mal einordnet, dass das Ganze relativ gut gelaufen ist, meistens langfristig danach. Und in dieser kleinen Grafik, die wir hier noch innen drin haben, ja, da sieht man jetzt ganz gut, wie es denn in den einzelnen Bereichen danach aussah. Und zwar haben wir hier einen Monat nach der Kreuzung, dann haben wir danach 3 Monate nach der Kreuzung, 6 Monate nach der Kreuzung
und 12 Monate nach der Kreuzung. Und da sehen wir ganz typisch für den Aktienmarkt, je länger wir investiert sind, umso geringer wird das Verlustrisiko. Das ist eine ganz typische Geschichte am Aktienmarkt. Deswegen ist Langfristinvesting ein Handelsansatz, nenne ich ihn jetzt mal, der einen sehr positiven Erwartungswert hat, zumindest wenn man ein breit gestreutes Portfolio hat. Und da sehen wir eben hier, ja, nach einem Monat haben wir in 68,8, also knapp 69% der Fälle, einen positiven Ertrag gesehen, im Durchschnitt 1,9%. Nach 3 Monaten, also 3 Monate nach dieser Kreuzung, haben wir in 87,5% der Fälle einen positiven Ertrag, und zwar hier jetzt schon 6,7% im Durchschnitt. Nach 6 Monaten, ja, ändert sich die Prozentzahl nicht. 14 von 16 Jahren waren danach positiv, also ebenfalls 87,5. Die Rendite hat sich aber auf knapp 10% erhöht. Und das ist jetzt wirklich schön, wenn wir uns das hier anschauen, die langfristige Idee, das langfristige Setup nach einem Golden Cross. In den letzten 16 Situationen, die wir gesehen hatten, waren wir 15 Mal danach deutlich höher im Markt als zum Zeitpunkt der Kreuzung, und zwar im Schnitt so ungefähr um 16%. Ja, und das ist deutlich mehr als der S&P 500 im Durchschnitt generiert. Wir hatten uns ja vor 2 Wochen hier schon so ein paar Statistiken angeschaut. Wer die Sendung nicht gesehen hat, dem würde ich empfehlen, sich die Aufzeichnung nochmal anzuschauen. Ja, zumindest mal die ersten paar Minuten, wo ich auf diese statistischen Dinge eingehe. Da sieht man, es gibt wirklich einiges, was im Moment zusammenkommt, was dafür spricht, dass wir am Beginn eines wirklich starken Handelsjahres stehen. Und das sorgt am Ende auch dafür, dass ja, ich versuche hier weiter vernünftige Positionen aufzubauen, denn Dominik hat es schon gesagt, auch wenn ich jetzt gerade mal kurzfristig nicht mehr so euphorisch bin, ja, wir müssen einfach gucken, wie wir ins Jahr gestartet haben, und wenn wir uns den DAX alleine angucken, der hat über 11% schon jetzt seit Jahresanfang hinter sich gebracht, ja, das ist mehr, als der Markt im Durchschnitt sonst pro Jahr generiert. Und da ist es einfach normal, dass wir da irgendwo auch mal in eine Verschnaufpause reinkommen und das Ganze sich mal ein bisschen abbauen muss wieder. Und das war eben nicht nur im DAX so, das haben wir auch im Nasdaq gesehen, der extrem stark angelaufen ist. Wir werden gleich nochmal auf den S&P 500 gucken, da schauen wir uns die Situation auch nochmal an. Und das ist also nicht weiter verwunderlich, dass wir hier jetzt mal ein bisschen zurückkommen. Das ändert aber eben nichts an der meiner Meinung nach sehr positiven Langfristperspektive, die wir hier drin haben. Ja, jetzt hatte ich ja gerade gesagt, wir haben durch diesen extrem starken Arbeitsmarkt, den wir in Amerika gekriegt haben, am Freitag wieder die Zahlen, so ein bisschen Zinsangst eben in den Märkten wieder drin. Wahrscheinlich ist heute die Unsicherheit auch noch besonders groß, weil morgen nochmal eine wichtige Rede von Powell ist, wo er die Möglichkeit hat, auf das zu reagieren, was am Freitag gelaufen ist. Denn diese Freitagszahlen, die kamen ja erst nach der Zinsentscheidung und nach der letzten Pressekonferenz der Fed. Jetzt kam dieser extrem starke Arbeitsmarkt, und jetzt hat Powell über die Rede, die er morgen hält, die Möglichkeit, auf diese Zahlen zu reagieren. Und der Markt schaut jetzt mit Argusaugen darauf, ob es jetzt vielleicht erste Anzeichen gibt von Powell, dass er direkt sagt, wow, okay, aufgrund dieses starken Arbeitsmarktes, aufgrund der Arbeitslöhne, die auch auf Jahressicht noch einen Ticken stärker gestiegen sind als erwartet, ja, sehen wir jetzt weiter eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einiges mehr zu tun haben, um die Inflation in den Griff zu kriegen, dass wir auch einfach alleine durch den starken Arbeitsmarkt die Möglichkeit haben, noch einiges mehr zu tun, ohne vielleicht die Wirtschaft zu crashen. Denn am Ende geht es ja natürlich darum, die Fed will auch nicht, dass die Wirtschaft zusammenbricht von heute auf morgen, sondern die Fed möchte am liebsten Wirtschaftswachstum bremsen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu schicken. Ja, und solange der Arbeitsmarkt eben so dermaßen stabil ist, haben wir hier eine außerordentlich hohe Chance sogar, dass die Fed eine sogenannte Soft Landing hier manövrieren kann, dass wir also die Wirtschaft, ja, das Wirtschaftswachstum runterbringen, ohne die Märkte in eine Rezession zu kippen und damit vielleicht dann auch Herr über die Inflation werden. Wobei man jetzt natürlich noch sehen muss, so wie ich das sehe zumindest, werden wir auf die nächsten, naja, ich sag mal 3 bis 5 Jahre sicherlich nicht in der Situation sein, wo wir wieder auf das Inflationsziel von 2% der Fed kommen werden. Ja, da gibt es verschiedene Faktoren, die damit reinzählen. Das eine sind natürlich
Die Löhne, die jetzt stark gestiegen sind, die sind gekommen, um zu bleiben. Da wird sich nicht viel dran ändern. Und wir sehen auf breiter Flur, dass eben immer noch starke Lohnsteigerungen überall generiert werden. Ja, das ist natürlich inflationär. Dann haben wir den gesamten Bereich Energiewandel, also hin zu erneuerbaren Energien, weg von fossilen Brennstoffen. Das ist das, was man gerne möchte. Das möchte man in Europa, das möchte man gerne in Amerika. Ja, aber das kostet halt Geld. Ja, das kostet Geld. Da muss erstmal überall kräftig investiert werden. Ansonsten ist es auch so, dass die Gewinnung momentan zum Großteil eben noch teurer ist als fossile Brennstoffe. Das wirkt preissteigernd. Und wir haben den ganzen Punkt Deglobalisierung. Und da haben wir ja nur heute auch gerade wieder neue Spannungen zwischen Amerika und China, nachdem die Amerikaner den sogenannten chinesischen Wetterballon vom Himmel geholt haben. Ja, in der Erwartung, wenn sie den jetzt irgendwie, wenn sie die Teile, die da transportiert worden sind, aus dem Meer bergen können, dass sie sich dann ein intensives, genaueres Bild machen können über die Spionagesatelliten, ja, mit denen die Chinesen so arbeiten. Also die Amerikaner gehen davon aus, dass es ein Spionagetool war. Die Chinesen sagen, es war ein Wetterballon. Wie dem auch sei, am Ende verstärkt es erneut die Spannungen zwischen Amerika und China. Ja, und das führt eben alles nach und nach dazu. Trump hat damit angefangen, America First. Es gibt jede Menge Subventionen, wenn Produktion wieder nach Amerika zurückgeholt wird. Und Deglobalisierung kostet nun mal schlicht und ergreifend auch Geld. So. Okay, so, der Uwe schreibt hier, wenn der S&P 500 in den nächsten Tagen zurückkommen sollte, besteht das Risiko, dass die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie wieder nach unten schneidet und das Golden Cross eliminiert wird. Okay, das können wir uns mal direkt anschauen. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass typischerweise so ein Golden Cross ein ganz guter Startpunkt sein kann für eine weitere positive Marktentwicklung. Und das ist einfach nur ein weiterer Baustein, den wir hier mit reinpacken können. Und ach so, ja, vielleicht müsste ich auch noch dazu sagen, das hier sind alles Situationen, bei denen das Golden Cross mehr als 10% weg vom Allzeithoch generiert worden ist. Ja, also es gab sicherlich noch andere Gelegenheiten, aber da hatten wir dann häufiger auch diese Varianten, dass das relativ schnell wieder zurückgekreuzt hat. Das war hier eher seltener der Fall. Und wenn wir jetzt hier mal schauen und gucken mal, naja, wir haben ja im Moment einen 50-Tage gleitenden Durchschnitt, ja, der läuft noch nach oben. Und wir haben hier einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt, der läuft noch klar nach unten. Das heißt, es ist erstmal unabhängig davon, was die Märkte so die nächsten 10, 20 Handelstage machen, wird sich diese Bewegung hier noch weiter fortsetzen. Und die 200-Tage-Bewegung, die nach unten läuft, die wird sogar noch länger laufen. Ja, also die Gefahr, dass wir hier direkt sofort wieder kreuzen, die sehe ich im Moment eher nicht. Die haben wir eher gegeben, wenn diese Kreuzungen in der Art und Weise laufen, ja, dass der 50er vielleicht so sehr flach nur nach oben ansteigt und der 200er nur so ganz flach nach unten, ja, und schon dabei ist, irgendwie zu drehen und wir kriegen so eine langfristige Kreuzung, dann kann das schneller passieren, dass wir wieder zurückkreuzen. Jetzt im Moment, die Steigungen sind ziemlich unterschiedlich. 50er relativ stark nach oben, 200er relativ stark nach unten. Und von daher, auch wenn wir uns hier die Bewegung angucken der letzten Tage, ja, da muss einiges passieren zur Unterseite, damit der Durchschnitt erstmal wieder über 50 Tage, dass der wieder unter den Mittelwert fällt und die Linie wieder nach unten driftet. Also so schnell wird das nicht passieren. Okay, ja, der Thorsten hat die Aufzeichnung gesucht und nicht gefunden. Das kann ich leider nicht sagen, wo die ist. Da sind wir darauf angewiesen, dass sich vielleicht GapTrader nachher am Ende nochmal meldet oder das dann vielleicht per E-Mail hier an alle Angemeldeten rumschickt. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Gut. Okay, ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz auf die Positionen, die wir bislang aufgebaut haben. Da haben wir hier die SLB-Aktie, ehemals Schlumberger. Das ist natürlich weniger schön, ja, dass wir für 3 Handelstagen hier sehr dynamisch nach unten weggebrochen sind. Ich habe da jetzt auch gar keinen wirklichen Katalysator gefunden, außer dass die letzten Tiefs hier nach unten
ja, weggeholt worden sind und wir diesen Aufwärtstrend nach unten verlassen haben. Das ist etwas, was typischerweise hier nochmal eine Abwärtsdynamik generiert. Auch die Tageskerze vom Freitag hier sieht alles andere als positiv aus. Das ist eine bärische Umkehrkerze, die jetzt hier auch noch als Inside Bar gelaufen ist. Typischerweise sieht das Ganze so aus, dass wir sehr häufig, wenn so eine Kerze dann, so wie es heute auch schon passiert ist, nach unten verlassen wird, dann geht die Bewegung oft nach unten weiter. Ich habe mich hier im Prinzip schon beinahe damit angefreundet, dass die Position nach unten rausgeht. Es ist sehr, sehr ungünstig gelaufen hier bei SLB. Diese Kerze hier, die ist durch irgendwelche Schwierigkeiten an der US-Börse entstanden. Da gibt es viele Aktien, die so aussehen. Man vermutet schon fast, dass irgendwelche Algos hier verrückt gespielt haben und die Kurse dementsprechend da so stark bewegt haben. Da sind ganz viele Trades, die in dieser Zeit gelaufen sind, rückgängig gemacht worden. Ja, das war wirklich nur ganz kurz zum Anfang der Session. Dann sind die zum Handel ausgesetzt worden und dann, oder vom Handel ausgesetzt worden und dann hat sich das relativ schnell wieder normalisiert. Und hier muss ich sagen, nach unserem Einstieg, der hier erfolgt ist, in diesem Bereich, ja, waren wir hier oben dann schon mal knapp an der 60-Dollar-Marke. Und meine Idee war ja, wenn wir an die 60-Dollar-Marke hier oben ranlaufen, dann wollte ich eigentlich gerne einen Call auf die Position verkaufen. Ja, vielleicht mit einem 62er-Strike oder so, dass man da nochmal eine schöne Prämie kassieren kann. Und wenn die Aktie nachher unten drunter am Ende der Laufzeit geschlossen hätte, dann hätte man die Prämie behalten und die Aktie behalten und damit quasi auch den Einstiegskurs dann verbessert. Da war ich zum einen im frühen Handel, als die Aktie da nach oben gekommen ist, nicht am Desk, hatte also hier keine Möglichkeit zu agieren, und zum anderen sind wir auch gar nicht genau auf die 60-Dollar-Marke draufgelaufen, auch wenn ich gesehen habe, dass die Prämien, die dann zu dem Zeitpunkt hier gezahlt worden sind, eigentlich ausreichend gewesen wären. Das ist allerdings nicht gelaufen bei mir, zumindest auf meinem Konto nicht. Ich hatte das so angekündigt, vielleicht hat es der ein oder andere von euch etwas besser umgesetzt. Bei mir gibt es jetzt hier auf jeden Fall keine Short-Call-Position drauf. Ich bin also nach wie vor einfach nur in der Aktie drin. Da liegt der Stop-Loss hier im Bereich 50 Dollar nach wie vor. Ich befürchte aufgrund der Art und Weise, wie der Markt hier runterkommt, dass die Position hier unten rausgeht. Aber das werden wir sehen. Dafür müssen wir erstmal noch in der SLB hier na, so etwas über 5% weiter fallen. Parallel dazu sehen wir natürlich, dass die Crude Oil Preise, also WTI Preise, auch deutlich zurückgekommen sind. Hier ging es kräftig bergab. Ja, die letzten Tage dann auch noch mal ein bisschen verstärkt. Das, was am Freitag hier reingekommen ist, ein etwas stärkerer Dollar aufgrund der unheimlich starken Arbeitsmarktdaten, die größere Gefahr der längeren und höheren Zinsen, damit eine erhöhte Gefahr, vielleicht in eine Rezession reinzulaufen. Also alles irgendwie nicht so ganz ideal für den Markt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man bei einer Rezession, die dann vielleicht doch noch kommt, hier auch die Ölpreise nochmal abdiskontiert hat. Okay. Der Hubert sagt, der SPX-Index sieht etwas anders aus. Der hat bisher noch keine Kreuzung. Naja, das kommt ja, glaube ich, immer darauf an, wo man seine Kurse herholt. Ja, wenn ich die hier mal herhole aus dem S&P 500, ja, dann sehen wir, der hat hier auch schon vor 2 Tagen gekreuzt. Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo man die Kurse herholt. Es kommt drauf an, was für einen gleitenden Durchschnitt man da drin hat. Und ich arbeite hier mit den Simple Moving Average SMA. Wenn man da jetzt ein Exponential drin hat, kann das sein, dass das Bild nochmal ganz anders aussieht. Also da muss man auch immer nochmal ein bisschen schauen. Aber der SPX, den ich hier drin habe, der hat auch schon gekreuzt mit 50er und 200er einfachem gleitendem Durchschnitt. Okay, also SLB läuft. Da ist im Moment nicht viel zu tun. Die Aktie kämpft hier um den 50er gleitenden Durchschnitt. Werden wir sehen, wie das Ganze weiterläuft. Aber ich befürchte, wie gesagt, wenn die Ölpreise weiterfallen und die Energiemärkte insgesamt hier so stark weiter abverkauft werden, dann wird das hier ein Verlusttrade. Trotz allem ist es immer noch so, wenn ich hier mal auf die Industry Groups gehe, das haben wir ja auch gesagt, da schauen wir gerne hin und wieder mal drauf.
um zu gucken, was denn im Moment so die starken Sektoren sind, die starken Gruppen sind. Da kann ich mir hier mal die Industriegruppen einfach sortieren, der Stärke nach. Und da sehen wir, da steht hier ganz oben immer noch auf Platz 1, war in der letzten Woche noch Platz 2, ist jetzt hier auf Platz 1. Ja, immer noch Oil and Gas Field Services. Und Oil and Gas Field Services sehen wir, die beiden großen, die im Prinzip den ganzen Index hier bestimmen, sind SLB und Halliburton. Wenn wir hier auf die SLB draufgehen, ja, dann sehen wir hier unten auch die Zahlen, die hier gekommen sind zuletzt. Ja, da hatten wir ja jetzt gerade vor ein paar Tagen erst wieder hervorragende Zahlen. 73% Gewinnwachstum, 27% Umsatzwachstum, also wirklich dynamisch. Aber gut, ja, im Moment wird abverkauft. Wenn ich mir jetzt aber den Chartverlauf hier anschaue, dann haben wir hier auf dem Wochenchart ganz einfach übergeordnet eine intakte Aufwärtssequenz, ja, die jetzt im Prinzip, wenn wir uns die größeren Swings hier anschauen, so läuft. Ja, hat jetzt hier zuletzt ein neues Hoch gemacht und im Moment wird einfach ein bisschen gegenkorrigiert. Ja, bei uns kommt es jetzt darauf an, wie weit das läuft. Wenn das zu weit läuft und wir werden hier ausgestoppt, da müssen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein. Aber solange wie diese Aktien hier in der Industrie ganz weit oben geführt werden, solange finde ich die nach wie vor interessant, da Positionen laufen zu lassen und Positionen aufzubauen. Und ich sag mal, auch wenn wir uns die Halliburton anschauen, dann sehen wir, das ist keine Schlumberger-spezifische Geschichte. Da haben wir hier noch die Halliburton. Die habe ich hier jetzt mal auf dem Tageschart, HAL. Ja, wenn wir auf dem Weekly gehen und gucken uns hier auch nochmal die Zahlen an, ja, dann sehen wir, die kommen hier ähnlich gut. Ne? Hier unten haben wir die drin im Feld. Ich markiere sie nochmal komplett in Gelb. Hier unten haben wir die drin. Da sehen wir auch hier, ja, letztes Quartal, Rekordquartal, 100% Gewinnwachstum, 30% Umsatzwachstum, ne, mit einem PI von 18 bewertet, also ungefähr auch nur so wie der S&P 500, enormes Wachstum. Ne, und hier wird auch bei Halliburton für die nächsten Quartale ein weiteres Wachstum noch angenommen. Und dadurch ergibt sich dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit, diese Aktie vielleicht vernünftig zu traden, nämlich ich gehe nochmal auf den Tageschart, ja, eventuell, na, ich kann es ja mal hier laufen lassen, da habe ich die Zahlen ein bisschen größer, könnte das wahrscheinlich besser sehen. Ne, die wollen wir nicht, Halliburton wollen wir gerne, die haben wir da, ja, und da seht ihr schon, da läuft bei mir jetzt hier auch gerade ein Alarm bei $41 und das, was ich sehen möchte, ist, dass die Aktie, na, relativ zügig nach Möglichkeit sich hier den 50er gleitenden Durchschnitt zurückerobert, über dieses letzte Abwärtsmomentum hier drüber läuft und dann möchte ich die Benachrichtigung kriegen, wenn wir Richtung $41 laufen und das, was mich dann interessiert als Einstiegslevel, ist das hier oben für einen Trade wohlgemerkt. Ja, für einen Trade ist das hier das Einstiegsniveau. Für ein Investment finde ich den gesamten Bereich hier unten zwischen 34 und 38 sehr spannend und langfristig sicherlich als guten Invest, also als guten Einstiegsbereich durchaus geeignet. Ja. So. Und ja, was mir hier ganz gut gefällt, ist dieses Doppeltop hier drin, weil häufig eben diese Doppeltops dazu führen, dass wir auch etwas größere Korrekturen kriegen, so wie sie jetzt hier laufen. Und im Moment ist das, was wir hier sehen, im Prinzip noch nichts anderes als eine ABC-Korrektur, die jetzt hier unten in einen größeren Unterstützungsbereich reingelaufen ist. Ja, wenn wir uns das angucken, dass wir hier ganz klar steigende Tiefpunkte haben im Markt, ja, und diese Sequenz der steigenden Tiefpunkte hier auch erhalten bleibt, dann ändert sich vorerst an dem Setup hier gar nichts. Das heißt, das ganze Bild würde sich etwas verschlechtern, wenn wir unter dieses Niveau hier fallen. Dann hätten wir eine etwas schlechtere Ausgangsbasis. Aber so wirklich beendet wäre die Idee tatsächlich erst hier unten unter 33. Ja, und deswegen sage ich, für mich ist dieser ganze Bereich zwischen 34 und 38 langfristiger Akkumulationsbereich. Wenn wir auf die Signallage hier gucken, von den Indikatoren, mit denen ich arbeite,
dann sehen wir hier eben auch, wir haben einen positiven Girsch-Trend und wir haben eine Stochastik, die deutlich überverkauft ist. Und wenn ich mal das letzte Mal schaue, wo wir so eine Situation hatten, das war hier. Ja, da seht ihr, Girsch-Trend absolut positiv. Stochastik ist hier deutlich unter den 50er-Bereich gekommen und hat dann hier positiv gekreuzt. Das ist das, wo wir jetzt noch drauf warten. Und die nachfolgende Bewegung, ja, die ist hier, glaube ich, sehr eindeutig gelaufen. So, mit was Ähnlichem würde ich jetzt hier auch wieder rechnen. Na, wir hatten das hier nochmal, da hat es knapp nicht hingehauen vom Setup her, einfach weil wir hier schon einen leicht negativen Girsch-Trend hatten. Da sind dann diese positiven Kreuzungen nicht mit einer so hohen Trefferquote versehen, wie wenn wir sie in Kombination mit einem positiven Girsch-Trend haben. Ja, seht ihr aber auch, ja, hier in dieser Situation waren wir stark überverkauft und hier in dieser Situation waren wir auch stark überverkauft und die Bewegung war auch schön. Ja, also hier bei Halliburton kommt es jetzt ein bisschen darauf an, dass wir hier eine positive Kreuzung kriegen, während wir hier noch eine grüne Darstellung haben. Ja, und dann ergibt sich auch hier ein kurzfristiges Trading-Setup erstmal wieder Richtung 44 Dollar. Also das auch etwas, was ich auf jeden Fall noch auf der Uhr habe. So. Ah ja, Detlef schreibt, stimmt, die beiden EMAs haben beim S&P 500 noch nicht gekreuzt. Hubert, dann liegt das eher daran, als dass du dir den SPX anschaust. Ah, der Norbert hat ein Leap auf Halliburton, läuft bis Ende Januar 24, 32er Call. Sehr schön, ja, sehr schön. Sollte, ja, je nachdem, wann du da eingestiegen bist, im Prinzip schon ganz gut im Gewinn sein. Und der Owe fragt, was ist der Girsch-Trend für ein Indikator? Das ist mein persönlicher Trendindikator, den benutze ich im Prinzip zur Verifizierung von Trade-Setups. Wenn ich also irgendwo ein kurzfristiges Trade-Setup in die Long-Richtung habe, dann möchte ich typischerweise, dass der Girsch-Trend ja hier auf Tagesbasis und dann eben im Idealfall auch wie hier auf Wochenbasis positiv ist. Dann ist das schon mal ja eine höhere Wahrscheinlichkeit, hier ein gutes Setup zu erwischen, weil eben Trend kurzfristig und mittelfristig in die gleiche Richtung laufen. Ja, das ist ein Indikator, der ist quasi von mir entwickelt. Ich habe den programmieren lassen, den gibt es inzwischen für eine ganze Menge Plattformen und unter anderem eben hier für TradingView. Für den Agena Trader gibt es den, für TradeStation, für den MT4, MT5, alles Mögliche. Findet ihr auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, bei mir auf der Website unter daytradingcoach.de. Da sind die Links dazu dann auch drauf. Gut. So, was haben wir noch? Amcor haben wir noch offen. Amcor ist hier im Breakout von mir gehandelt worden. Also im Bereich um 29 Dollar. Und da seht ihr auch, hier liegt ein Alarm drin, ja, so unter 28,50. Wenn wir unter diese letzten Tiefs gehen, möchte ich hier auch informiert werden, denn dann dreht das kurzfristige Bild doch etwas deutlicher negativ. Ja, ich habe im Moment den Stop hier unten bei 23,40, weil man diese kleineren Aktien, die so sehr volatil sind, wie man hier ja auch im Tagesverlauf gut sehen kann, die darf man einfach nicht so eng abstoppen. Ja, da kann es immer mal sein, dass wir mal kurz drunter rutschen und uns dann wieder nach oben bewegen. Ich möchte aber auf jeden Fall informiert werden werde die Situation dann auch nochmal neu bewerten. Zumal wir ja auch Earnings kriegen hier am 13. Februar. Ursprünglich war die Idee hier auch bei Amcor mit einem Call noch zu arbeiten, also einen Short Call noch hier mit reinzunehmen. Das hat sich in der letzten Zeit hier ja nicht als erträglich genug oder ertragreich genug rausgestellt, als dass ich das gemacht hätte. Deswegen läuft die Position hier im Moment auch noch als reine Aktienposition. Wir hatten auch hier jetzt eine ganz schöne Situation, ja, mit dem positiven Girsch-Trend und hier der Kreuzung, der positiven Kreuzung der Stochastik. Danach hat sich die Aktie auch nochmal recht dynamisch hier nach oben bewegt, ist aber jetzt erstmal, was ein bisschen suboptimal ist, hier am Widerstandsbereich hängen geblieben. Aber gut, es ist halt insgesamt ein relativ schwacher Markt. Wir haben hier wenig Dynamik momentan. Ja, S&P kämpft den zweiten Tag hier jetzt in Folge mit etwas ordentlicheren Verlusten.
Und ich sehe im Moment halt einfach nicht so wirklich Katalysatoren, die das ändern könnten. Deswegen müssen wir uns auf die nächste Zeit hier noch weiter mit einem etwas schwierigen Marktumfeld einstellen oder auf ein schwieriges Marktumfeld einstellen, zumal wir ja wirklich Anfang des Jahres schon dynamisch durchgelaufen sind nach oben. Blöderweise natürlich auch wieder eine Bewegung, die nicht durchgehend war durch alle Aktien, sondern überwiegend sind die Trashy-Werte gut gelaufen. Ja, also je brutaler eine Aktie im Dezember noch abgestraft worden ist, umso besser ist sie dann im Januar gelaufen. Ist auch etwas, was wir häufig sehen. Ja, also vielleicht habt ihr das vorhin bei mir kurz auf dem Schreibtisch gesehen von oben. Ja, da liegt das Stock Traders Almanac. Das ist so ein Kalender, der von einer Art, ja, ich sag mal, saisonalen Börsendienst quasi rausgegeben wird. Ist ganz interessant, da mal zu blättern und mal reinzuschauen. Und die bringen auch immer zum Ende Dezember ja, so eine Liste mit den Aktien, die am stärksten abgestraft worden sind, die man dann typischerweise kauft, ja, mit einem bestimmten Stop-Loss drin, und dann eben drauf aus ist, dass die im Januar dann überproportional steigen. Und da war es dieses Mal durch diese starken Abverkäufe, die Ende Dezember noch gelaufen sind, war es wirklich so, dass viele von diesen Werten ausgestoppt worden sind. Aber die paar, die drin geblieben sind, die haben am Ende durch diese extreme Dynamik ab Anfang Januar dann auch wieder dafür gesorgt, dass die Gesamtstrategie mal wieder positiv gelaufen ist, ja, und man da in Summe ein paar schöne Gewinne mitnehmen konnte. Also es ist keine ungewöhnliche Bewegung, dass zum Beginn des Jahres ja diese Trashy-Werte besonders gut laufen. Also Amcor läuft, da ist im Moment keine Veränderung notwendig. Macy's läuft auch und Macy's ist die einzige Position, die im Moment hier mit einem Short Call begleitet wird, und zwar mit einem 25er Strike und Laufzeit hier bis 17. März. Ja, und das habe ich halt gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass die nächste Marktphase eher eine schwierige wird, eher eine zähe Marktphase und vielleicht nicht unbedingt ein riesen Hype. Wenn wir uns die einzelnen Industrien hier nochmal anschauen, dann sehen wir auf Rang 2, direkt hinter nach Oil und Gas Field Services, sind hier die Retail Department Stores, und da gehört Macy als zweitgrößter hinter Dillard's nun mal mit dazu. Also ist auch hier, sehen wir, ne, Platz 2 und 3 und 4 von 6. Wenn wir hier uns mal alle Aktien aus der Industrie anschauen, dann sehen wir, Dillard's ist mit Abstand am besten. Ja, das ist von der Bewertung her die beste Aktie. Wäre wohl auch die bessere Wahl gewesen im Gegensatz zur Macy's, denn seit unserem Einstieg bei Macy's ist die Dillard's sehr dynamisch hier weiter nach oben gelaufen und hat jetzt auch das letzte All-Time-High hier schon überschritten. Läuft nach wie vor sehr, sehr gut, steht hier auch ganz klar auf Platz 1. Also Dillard's auch eine der stärksten Aktien, die wir im Moment hier überhaupt kriegen können. Aber ist natürlich, ja, wenn wir es uns anschauen, von der Wertigkeit her mit den $400 hier eine Aktie, bei der es dann doch etwas schwieriger ist, die mit Optionen zu begleiten. Und deswegen hatte ich mich dann in der Situation hier für die Macy's entschieden, in diesem Ausbruch hier nach oben. Ja, wichtiger Ausbruchsbereich, auch noch viel Platz nach oben. Und eben, wie gesagt, jetzt auch vernünftig abgesichert. Ja, die Prämie, die ich da bekommen habe für einen 25er Call, die lag bei etwas über einem Dollar pro Option. Na, und das würde dafür sorgen, falls die Aktie hier über 25 läuft, dass ich dann eine Rendite habe, als wenn sie bei 26 verkauft werden würde. Ja, diese etwas über $100 pro Option plus eben die Differenz zwischen 23, 33 Einstiegskurs und 25. Und dann hat man hier eine schöne prozentuale Rendite für die Laufzeit, in der man das Ganze hatte. Wenn die Aktie jetzt seitwärts läuft oder vielleicht aufgrund von enttäuschenden Earnings hier auch nochmal nach unten wegdriftet und liegt unter 25 hier am 17. März, dann behält man die Prämie und hat damit dann quasi auch den Einstiegskurs hier nochmal nach unten abgesenkt. Ja, gefällt mir beides ganz gut und deswegen bin ich mit der Macy's-Position im Moment auch noch ganz zufrieden. So, das, was ich für heute noch auf der Uhr habe, ist diese Aktie hier. Ja, die ist bei mir im Depot jetzt schon eingebucht, seit heute.
Und zwar ist das die Interactive Brokers Aktie. Ja, die sehen wir hier in diesem Breakout. Ich will das mal kurz langfristig zeigen. Ich gehe mal auf den Wochenchart, zeige das mal einmal. So, da sehen wir erstmal auf dem Wochenchart, ne, Gerschtrend ist hier ganz klar positiv. Wir sehen, dass wir im RSI hier Richtung 70 laufen. Das mag ich sehr gerne. Ich weiß, dass das gerne benutzt wird als Kontraindikator und dass es dann heißt, hey, das ist schon zu weit gelaufen, das muss wieder nach unten kommen. Das ist aber eine Nutzungsweise des RSI-Indikators, den man gerne auf dem Tageschart hat. Ich schaue hier auf den Wochenchart und ich mag das sehr, wenn der RSI sich so Richtung 70 nähert, weil das oft dafür sorgt, dass wir auf dem Tageschart dann nochmal viel Dynamik sehen. Und hier gefällt mir jetzt eben besonders gut, wenn wir uns diesen Wochenchart hier anschauen, dass wir oben eine recht gute Begrenzung hatten. Ja, die lag hier ungefähr in diesem Bereich. Moment, ich mache es nochmal neu. Oder ich mache es direkt über die Plattform. Ich glaube, das ist hier ein bisschen einfacher. Ja, hier oben, das ist das Ausbruchsniveau auf dem Weekly Chart, 80 Dollar. Und da will ich dann sehen, dass die Wochenkerze auch oben drüber schließt. Ja, wir sehen das über die gesamten Monate hier. Seit 2021 hat die Aktie nie oberhalb der 80-Dollar-Grenze hier geschlossen. In der letzten Woche ist das passiert. Wir sehen das hier ganz schön. Na, das ist wie so eine Tasse Henkelformation, die hier läuft, ne, schön nach oben ausgebrochen. Und das gibt uns eben auch recht weite Kursziele dann hier in der Aktie. Da können wir aber auch gleich nochmal drauf schauen. So, und wenn wir uns das jetzt auf dem Tageschart hier anschauen, nochmal kurz, ja, dann seht ihr vielleicht, ja, hier dieses E, also die Earnings, ist extrem gut gelaufen. Ich gehe hier mal kurz rein und zeige euch mal, wie die Earnings sich entwickelt haben. Ja, da sieht man es ganz gut. Na, plus 57% im Gewinn, also absolutes Rekordquartal hier über die letzten Jahre und plus 130% im Umsatz im Vergleich zum Dezember 21. Also wirklich eine sehr, sehr dynamische Entwicklung, auch vom Vorquartal. Deutlicher Umsatzanstieg, deutlicher Gewinnanstieg, gefällt mir extrem gut. Und dementsprechend ist das fundamental eigentlich was ich sehr gerne mag. Im PI, wie ich finde, nicht zu teuer. Wenn wir uns die Range anschauen der letzten 5 Jahre, die läuft hier zwischen 40 und 39. Wir stehen aktuell bei 21. Obwohl die Aktie am Allzeithoch ist, stehen wir bei 21. Also das finde ich nicht überbewertet, das finde ich nicht zu teuer. Wir sehen, die sind hier relativ weit vorne mit dabei in der Industry Group, also eine der stärksten Aktien auch aus der gesamten Industrie. Hier wird für 2023 weiter ein schönes Gewinnwachstum antizipiert. Also das gefällt mir alles sehr, sehr gut und ist sicherlich auch was hier für alle die bei CapTrader handeln, etwas ist, was auch nachvollziehbar ist, weil es meiner Meinung nach tatsächlich der beste Retail-Broker ist, den wir hier finden können, der also für private Händler wirklich das größte Portfolio anbietet. Und das beste Portfolio. Ja, und technisch sieht es wirklich gut aus. Wir sind hier leicht überkauft. Das muss man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Von daher wäre es auch nicht ungewöhnlich, dass es jetzt nochmal zu einer Konsolidierung kommt. Im Prinzip genauso, ja, wie es hier auch gelaufen ist. Konsolidierung von da runter, na, wie es hier gelaufen ist. Hier Konsolidierung, Konsolidierung, na, hier auch von oben runter konsolidiert. Also das kann durchaus passieren, aber es gibt eben auch Situationen wie diese hier, ja, wo wir sehen, wir kommen in der Stochastik hier in den überkauften Bereich und anstatt, dass das Ganze jetzt konsolidiert, laufen wir hier dynamisch weiter nach oben. Und jetzt haben wir hier eben dieses wirklich wichtige Ausbruchslevel, was dann auch bestätigt ist und was mir auch ganz gut gefällt, weil wir erstmal hier kurz abverkauft worden sind. Ja, nach dem ersten Ausbruch sind wir hier kurz abverkauft worden. Dann hat sich das Ganze gestern wieder nach oben entwickelt. Ich wollte noch schauen,
wie der Tag schließt. Und diesen Ausbruch, der quasi auch gestern schon das erste Mal gelaufen ist, hier im Bereich um 85 Dollar, den habe ich jetzt hier heute nochmal genommen und habe die Aktie drin. Gute Frage von Ove, hast du die Aktie direkt gekauft oder über eine Option? Ich habe die Aktie direkt gekauft, weil ich hier nicht auf 100 Stück gegangen bin. Ja, bei einer Option musst du ja immer auf 100 Stück gehen. Okay, der Manfred fragt hier noch, Martin, die Calls, die du verkaufst, sind die im Geld, also nah am Kurs? Nein, ich versuche immer ein bisschen aus dem Geld zu sein bei den Calls, die ich verkaufe, damit ich, also ich versuche immer einen guten Zwischenweg zu kriegen zwischen Prämie und dem, was ich dann am Ende, falls sie mir weggecallt wird, auch einen Kursgewinn noch auf der Uhr habe. Deswegen habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Aktie hier bei Macy's zum Beispiel für 23,33 gekauft habe, den Call mit einem 25er Strike-Preis verkauft. Wenn ich einen tieferen verkauft hätte, hätte ich eine höhere Prämie bekommen, aber auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, hier weggecallt zu werden. Ja, und eigentlich möchte ich die Aktie ja auch ganz gerne dann noch ein bisschen halten. Okay, aber das ist immer ein bisschen davon abhängig, wie man damit umgeht. Ja, der Stefan fragt, wenn du einen Call verkaufst, ist das dann ein Covered Call? Genau, das ist dann ein Covered Call. Ja, das heißt, kaufst du immer 100 Aktien? Na, eben nicht immer. Na, bei die packe ich jetzt hier auch mal noch mit rein. Bei Interactive habe ich keine 100 Aktien. Ja, und dementsprechend habe ich dann hier auch keine Möglichkeit, eine Covered Call Strategie drauf zu fahren. Okay, Hubert fragt, wo kann man denn eine Übersicht über die Industriegruppen für die USA mit Ranking abrufen? Ja, ich habe das hier in der MarketSmith-Plattform, die ist aber relativ teuer. Ja, die kostet deutlich über 100 Dollar im Monat. Wo man das sonst kriegt, bin ich ein bisschen überfragt. Ich glaube, also man kann auch bei IBD einfach den Website-Service abonnieren, der ist deutlich günstiger. Da kriegt man auch schon die Rankings und kriegt dann auch die einzelnen Aktien schon entsprechend eingeordnet. Gut, machen wir weiter. Das ist also die IBKR. Die finde ich sehr, sehr interessant. Und was ich für heute auch noch auf der Uhr hatte, wo ich noch ein bisschen abwarte, ist Gilead Sciences. Da haben wir auch Zahlen gekriegt, ja, sehen wir jetzt hier, sind ein bisschen besser gekommen als erwartet sogar, um die 10% besser im Umsatz und um die 10% besser im Gewinn als erwartet. Und wenn wir hier nochmal auf die kompletten Ergebnisse schauen, na, dann sehen wir, die sind aus einer relativ guten Industrie. Ja, die sind hier im Industry Rank 14. Ich weiß, die Zahlen sind wahrscheinlich bei euch ein bisschen sehr klein, weil ich hier einen 4K-Monitor habe. Rang 14, ja, und sind hier auf jeden Fall im unteren Bereich von diesen fast 800 Aktien, die hier im Bereich Medical Biotech drin sind. Also schon eine der etwas besseren Aktien. Ja, gefällt mir charttechnisch recht gut, was wir hier sehen, weil wir in so eine kleine Bullflag hier reinlaufen nach einem sehr schönen, sehr dynamischen Anstieg. Und hier die Breaks nach oben, die Ausbrüche nach oben aus der Bullflag, die könnten durchaus interessant sein. Deswegen finde ich die Gilead Sciences auch ganz spannend. Wenn wir auf die Zahlen schauen hier, ich markiere es nochmal komplett hier unten. Ja, wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir haben hier eine Gewinnsteigerung von 142% zum Vorjahr, bei einer Umsatzsteigerung von 2% zum Vorjahr. Wenn wir nochmal gucken, womit wir diese Zahlen dann vergleichen müssen hier, das ist fürs nächste Quartal, da sehen wir auf der Gewinnseite wird es wahrscheinlich ein Brett werden, da drüber zu kommen. Umsatzseitig sollten wir relativ locker drüber kommen. Wird im Moment bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis von 12, liegt so in der Mitte der normalen Spanne. Also nicht überbewertet. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Es wird ein Gewinnrückgang für nächstes Jahr, also jetzt für 2023 erwartet, kleiner Gewinnrückgang. Zahlt aber eine vernünftige Dividende mit 3,5. Also die finde ich auch nochmal ganz spannend. Und da gehen wir jetzt auch nochmal kurz auf den Chart. Wenn wir uns nämlich das Ganze hier mal im Wochenchart anschauen schauen jetzt nochmal hier genau auf die Flag,
dann sehen wir, dass diese Bull Flag auf dem Wochenchart, die hier entsteht, ja, zum einen sehen wir ganz klar sehr, sehr dynamischen Gerschtrend. Wir sehen, der RSI ist hier kräftig zurückgekommen, ist aber wieder im Steigen begriffen. Die Korrektur könnte hier abgeschlossen sein. Und wir sehen, dass diese Bull Flag in einem sehr starken Widerstandsbereich hier entsteht. Ja, das ist ein ziemlich harter Widerstandsbereich, wenn wir uns angucken, was da alles auf dem Weg hier ist, diese Hochs, die hier drin sind, diese ganzen Hochs. Ne? Und da sind wir hier wirklich einmal nach oben durchgelaufen und halten seitdem dieses Niveau und versuchen jetzt hier nach oben wegzugehen. Also Gilead finde ich wirklich interessant, aus einem ganz einfachen Grund jetzt noch. Wenn wir uns nämlich den Chart hier anschauen, dann sehen wir die Bewegung von hier oben nach unten, die ist sehr schnell gelaufen. Sehr schnell, sehr dynamisch, und das spricht dann oft dafür, dass wir, wenn wir über diese Niveaus hier rausgehen, auch auf genauso schnellem Wege hier wieder zurückkommen. Und wenn wir mal gucken, wo dann wirklich die Widerstandslevel liegen, ja, die kommen dann von hier noch ein bisschen weiter links drüben, dann liegen die so um 103 Dollar. Also das wäre das Ziel für die Gilead. Wenn wir einen dynamischen Ausbruch aus dieser Bull Flag sehen, wäre der Zielbereich so um 102, 103 Dollar. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier an Chance-Risiko-Verhältnissen generieren könnten. Ja, wenn ich hier auf den Tageschart gehe und wir schauen mal und sehen, wir hatten jetzt heute hier schon so einen ersten Versuch, nach oben rauszugehen, etwas über diesen 87-Dollar-Bereich. Und wir nehmen jetzt einfach mal die 102 als Kursziel, ja, und nehmen mal an, wir würden jetzt hier an diesem Niveau einsteigen. Ja, wirklich erst sehr, sehr defensiv mit dem Ausbruch über dieses letzte Hoch hier bei 88,30, dass wir also dann wirklich deutlich aus der Bullflag raus sind und auch dieses letzte Hoch hier überschritten haben. Vergrößere das nochmal ein bisschen. So, ja, dann ist nämlich die Situation, die wir hier haben, folgende. Wir haben eine kleine ABC-Abwärtskorrektur, ABC. Die ist dann hinfällig, weil wir eben über das letzte Hoch hier ausgebrochen sind. Das ist also ein charttechnisches Einstiegslevel. Ja, und wenn wir jetzt gucken, wenn wir hier einsteigen, auf diesem Niveau, und unsere Position hier unten absichern, dann haben wir so ungefähr 8 Dollar Risiko pro Position. Ja, Pi mal Daumen, 8 Dollar. Was können wir verdienen? Bis zur Range 102 können wir hier verdienen 8, 10, 12, 14 Dollar verdienen. Okay, 14 Dollar können wir hier verdienen nach oben. Das heißt, wir haben ein Risiko in dieser Größenordnung und wir haben ein Ziel in dieser Größenordnung. Ja, und da seht ihr sofort, der grüne Balken hier, der ist viel länger als der rote und dementsprechend ist das Ganze ganz interessant. Ja, also das ist auch etwas, was mir gut gefällt. Die Zahlen waren gut, ne? Deutlich besser als erwartet, deutlich besser als im Vorjahr. Die erste Reaktion auf die Zahlen war nachbörslich hier sehr negativ. Dann haben wir diese negative Kerze. Am nächsten Tag geht es hier nach oben, ne? Und wir sind jetzt das erste Mal über dieses kleine Zwischenhoch gegangen. Und wenn hier der weitere Ausbruch nach oben folgt, denke ich, haben wir gute Chancen, auch den Ausbruch über 88,30 zu sehen. Da könnten wir also im Prinzip die GILD hier mal auf die Watchlist nehmen. Das mache ich jetzt mal so, dass ich hier eine Sektion hinzufüge und nenne das Ganze mal Watchlist. Okay. Und dann haben wir die fürs nächste Mal hier auch noch auf der Uhr. Und schauen dann mal, ob sich eventuell was ergeben hat. Ja, prinzipiell, ich gucke noch mal kurz auf den S&P, der ist nach wie vor hier negativ heute. Ich denke, da wird sich auch, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Paul-Rede morgen wird sich hier auch nicht mehr viel ändern. Ja, wir sehen das hier, wenn ich mal auf den 15-Minuten-Chart gehe. Ja, dann sehen wir, das ist also viel hin und her heute, ohne dass wirklich viel passiert. Wird sich wirklich erst morgen ändern, wenn die Geschichte da durch ist. So, okay, dann schaue ich noch mal kurz in den Chat. Die Jutta schreibt, Gilead hat im Oktober die Zulassung für ein neues Brustkrebsmedikament erhalten. Ja, das ist auch korrekt. Das ist dann noch was eben
So. Ja, was hier nochmal mit dazu kommt, wenn wir ja hier schauen, ab Oktober ist das Ganze ja hier sehr dynamisch raufgelaufen. Dann hatten wir hier auch schon die Zahlen, die deutlich besser gekommen sind als erwartet. Ich vergrößere das nochmal ein bisschen. Ja, die Zahlen hier, die deutlich besser gekommen sind als erwartet. Extrem dynamischer Anstieg. Und auch wenn wir uns das prozentual anschauen, was dann hier im Prinzip seit Oktober schon gelaufen ist, ja, das sind 40% in der Aktie. Und da ist es auch völlig normal, dass wir dann von oben hier nochmal 10% korrigieren. Ja, das ist wirklich nicht wild. Und dementsprechend finde ich, passt das charttechnisch hier alles recht gut. Ist eine der Werte, die mir hier heute etwas besser noch gefallen. Ja, also neue Position läuft in Interactive Brokers. Gilead Sciences warte ich auf einen Aufbau und ansonsten finde ich, ist viel mehr auch heute nicht zu machen. Wenn wir mal einen Blick werfen hier in das CapTrader Trading Desk, ja, dann seht ihr, glaube ich, hier sofort das meiste, was hier kommt, ist rot. Gerade jetzt auch in der letzten Zeit hier fast alles rot. Das heißt, wir haben sehr viele Trading-Chancen, die im Moment hier abwärts gerichtet sind. Ja, hier das 200er gleitende Durchschnitte wieder verletzt werden. Na, das hatten wir hier bei Bristol, das haben wir bei Avery Dennison hier gesehen. Hier bei Kimberly Clark, die kämpfen um den 200er gleitenden Durchschnitt. Wo haben wir es noch? Hier Sealed Air ist unter den 200er wieder durchgebrochen. Sherwin-Williams ist unter den 200er gebrochen. Hier mal ganz kurz. Also da seht ihr, das meiste kommt hier wirklich auf der Short-Seite. Und das ist halt nicht das, was ich im Moment traden möchte. Ja, ich sehe die kurzfristige Gefahr, dass es abwärts gerichtet ist. Ich bin aber Long-Term hier eher positiv aufgestellt noch. Und dementsprechend warte ich lieber, dass das Ganze noch ein bisschen runterkommt. Ja, und versucht dann in starke Werte reinzugehen. Monster Beverage ist zum Beispiel so ein starker Wert, der sich heute auch im schwachen Marktumfeld hier gut hält, versucht aus dieser Abwärtstrendlinie hier auszubrechen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal kurz hier, genau, wenn wir auf die On-Semi schauen, ja, dann sehen wir, die hat hier nach den Zahlen sogar ein neues Allzeithoch hier ausgebildet. Wenn wir hier mal zurückgehen, na, und das sind natürlich Aktien hier On-Semi. Wenn wir jetzt sehen, dass wir aufgrund des schwachen Gesamtmarktes ja nochmal die Möglichkeit kriegen, solche Aktien dann irgendwo hier im Unterstützungsbereich ja zwischen vielleicht 70 und 75 Dollar hier abgreifen zu können. Ich markiere das nochmal so hier. Ja, wenn wir irgendwo in diesem Bereich jetzt hier nochmal reinkommen und sehen, dann wir kriegen eine kurzfristige Bodenbildung, dann bieten sich natürlich solche Werte hier auch absolut an. Ja, OnSemi hat wirklich gute Zahlen gebracht. Können wir hier mal kurz reinschauen, ob die schon eingepflegt sind. Naja, die sind jetzt noch nicht drin. Aber ich glaube, ihr seht hier schon insgesamt das Wachstum. Ja, das ist ordentlich. Und wenn wir hier mal kurz reingucken, wie die Werte heute gekommen sind. Ja, da haben wir sie schon drin. Ja, Beat in der Top- und in der Bottomline 1,32 an Gewinn gemeldet und 2,1 Milliarden am Umsatz. 1,32 am Gewinn, also ein bisschen weniger als im Vorquartal, aber deutlich mehr noch als im Dezemberquartal. Ja, Umsatz ungefähr wie hier, knapp unter dem, aber deutlich über dem vom Dezember. Und dann ist die Aktie jetzt auch zu Recht hier einfach weiter in der Aufwärtsrichtung unterwegs. Ja, und also ihr seht, so Zahlen sind manchmal ganz interessant. Von daher ist das etwas, was man hier auch durchaus noch im Auge haben sollte. Ja, also auch die können wir hier einfach mal mit reinlegen. Die packe ich hier jetzt auch mal mit dazu auf die Watch und Sammy. Na, und hier machen wir es einfach so. Die Gilead, da lasse ich mich hier mal informieren, wenn die kurz vor 88 steht. Und bei der On lasse ich mich mal informieren, wenn die hier unter 75 läuft. Ja, so, dann haben wir hier noch die Aktien, die Alarme drin, die für uns interessant sind. Naja, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so weiterentwickelt und wie es dann in 2 Wochen aussieht.
Ja, alles klar. Das wäre es hier gewesen heute von meiner Seite. Ich hole mich hier nochmal kurz mit dazu. Verabschiede mich für heute, bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich dabei seid. Ich glaube, wir haben hier wirklich einen neuen Zuschauerrekord gebrochen heute. Das ist ganz, ganz toll. Vielen Dank für die ganzen Fragen, für die Kommentare, die von euch reingekommen sind. Freue ich mich immer sehr drüber. Ja, dann sage ich doch sehr gerne bis in 2 Wochen. Wäre toll, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Macht's gut, schönen Abend euch und bye bye.